Sebastian, im Frühjahr hast du gesagt, du bist nicht sicher, ob du in Frankfurt, sage ich mal, in siegfähigen Form oder am Start stehen kannst. Wie weit bist du gekommen und wo stehst du heute? Ich denke, das wird man endgültig erst am Sonntag beantworten können. Von meinem Gefühl her würde ich schon sagen, dass ich ein gutes Stück weiter bin wie zu dem Zeitpunkt vom Interview, aber in dem Konkurrenzumfeld mit Sicherheit nicht der Top-Pick bin für den Sieg. Ja. Du hast eben deine Achillessehnenverletzung gehabt, hast damit wahnsinnig lang rumgetan. Wie befreiend war das, dass es jetzt endlich im Laufen mal man dann nichts mehr gespürt hat? Oder ist es wirklich so, dass man gar nichts mehr spürt? Ja, ist schon, also ich spüre zwar noch was, aber eben keinen Schmerz mehr. Das ist unheimlich schön, ja. Also manchmal merkt man erst, was man da hat, wenn man es eben wieder zurück hat, ja. Und das war schon was, was mich jetzt auch in den letzten Wochen halt unheimlich motiviert hat. Gar nicht, die Zeiten waren teilweise wirklich schlecht und auch die Kilometerumfänge waren nicht so genial, aber einfach die Freude daran, das hat schon viel geholfen. Und auch im Rennen dann natürlich jetzt zwei oder eigentlich drei Rennen gehabt zu haben, bei denen ich im Laufen sicher vielleicht ein bisschen über dem war, was ich so erwartet hatte vorher, das war schon unheimlich schön. Es ist ja so, mit Achillessehnenproblemen haben ganz, ganz viele Triathleten zu kämpfen, auch draußen ist da sicherlich viele Age-Grupper. Gab es irgendeinen Schlüssel, wo es dann bei dir, also du hast ja sicherlich alles Mögliche ausprobiert, was besonders gut geholfen hat, wobei es natürlich sehr individuell ist, aber trotzdem kannst du da irgendwas mitgeben? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist erstmal wirklich eine Priorität zu etablieren, ja, von dem, was quasi wichtig ist und was weniger wichtig ist. Und ich glaube, ich habe eben in der Vergangenheit, haben mir zwei Sachen gefehlt. Das erste war die Beharrlichkeit. Ich hatte das Problem schon ein paar Mal im Griff, habe ich gedacht, war aber eben nicht so. Und habe dann halt, sage ich mal, die Übungen, wie jetzt zum Beispiel so ein exzentrisches Training und so weiter, dann halt immer weiter schleifen lassen und habe es dann einfach zu früh eben abgebrochen, wo ich eigentlich hätte weitermachen müssen. Also man muss ganz klar sagen, dass das nichts ist, was, wenn es nicht mehr wehtut, wo man dann irgendwo mit den Reha-Übungen aufhören kann und so weiter. Dazu kommen einfach ganz viele Kleinigkeiten. Also klar, Schuhwerk, Ernährung, vor allen Dingen dann Physiotherapie, allgemeine Kräftigung, Beweglichkeit, alles spielt da irgendwo wo mit rein. Ja? Das sind unheimlich viele Kleinigkeiten, die dann da mit reinspielen. Aber wie gesagt, wichtig ist eben, da so eine Prioritätenliste einzuführen, sich erst um die Sachen zu kümmern, wo man weiß, die funktionieren höchstwahrscheinlich und dann um das nächste Jahr. Und dabei ist eben auch zum Beispiel eine gute Diagnostik der ausschlaggebende Punkt am Anfang. Ja? Jetzt bist du hier Rekordsieger, hast dreimal gewonnen. Was liegt dir besonders an dem Rennen hier in Frankfurt? Gute Frage. Also die Laufstrecke, die liebe ich mit Sicherheit. Das ist meiner Meinung nach die schönste Laufstrecke, die wir eigentlich so haben im Triathlon, weil es einfach viele Zuschauer sind. Du hast vier Runden, was ich immer ganz, ganz angenehm und schön finde. Und ja, liegen tut mir eigentlich, glaube ich, fast nur der Zieleinlauf. Ja. Jetzt ist es eben so, alle reden von dir, von Patrick, von Frodo. Es sind über 2500 andere am Start, davon auch noch ungefähr 50 Profis. Schaust du auf die oder schaust du in erster Linie eben auch auf dich, weil du eben so lange Probleme hattest? Ja, so ist es. Also ich schaue eigentlich in dem Rennen primär auf mich und dann werde ich im Verlauf des Rennens sehen, auf wen es noch zu achten gibt. Ja. Aber wichtig ist für mich erstmal, dass ich ein Rennen mache innerhalb von dem, was ich kann. Und das ist wahrscheinlich der Weg für mich auch, hier ein maximales Ergebnis rauszuholen. Ich glaube, die Fans in Deutschland oder die Triathlons generell wünschen dir, dass du in so ein Rennen raushaust. Das macht immer Spaß, dir da zuzuschauen. Viel Erfolg für den Sonntag, Sibi. Ganz vielen Dank. Genießt die Show, würde ich mal sagen. Machen wir doch immer. Gerne.